Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum weiteren DPL-Kampf heute gegen Beamon. Und ja, heute auf diesen Kampf habe ich mich wunderbar... Naja, ich habe mich nicht wunderbar vorbereitet. Also um ehrlich zu sein, ich habe mich wirklich schlecht vorbereitet. Also man muss es einfach so fairerweise sagen. Die Woche für mich relativ stressig irgendwie und ich bin zu irgendwie gar nichts gekommen. Ich habe mir Togekiss extra für Beamon gekauft und was habe ich gemacht? Richtig, ich habe es noch nicht mal gezüchtet. Von daher wird der Kampf relativ lustig werden, weil ich nicht die Pokémon einsetzen werde, die ich einsetzen wollte. Und ja, wir sind dann einfach mal gespannt. Wir legen los. Ich mache da jetzt keinen Hehl drumrum. Also es kann in die Hose gehen. Ich bin ganz fair, um ehrlich zu sein. Es wäre nur fair, wenn ich diesen Kampf hier verlieren würde. Das ist eigentlich, weil ich habe mich wirklich null vorbereitet. Man muss es einfach sagen. So, er hat Stahlos dabei, Dragoran dabei. Das ist klar, weil das seine beiden Pokémon sind, mit denen er spielt. Er hat Togekiss dabei. Er hat Zwirfins dabei mit Überreste. Er hat Zaplarang dabei. Er hat Heatran nicht mitgenommen. Ah, er hat Heatran nicht mitgenommen. Das heißt, normalerweise hätte ich wunderbar Tarnsteine auslegen können. Das ist schlecht. Mit was für einem Pokémon fange ich an? Wenn er mit dem Elektro-Pokémon anfängt, wäre es natürlich schlecht, wenn ich direkt mit Voltenso komme. Soll ich wieder mit Xatu... Ich kann ja drauf plädieren, dass ich mit Xatu anfange. Ich fange mit Mashumai an. Ich fange einfach mal mit Mashumai an. Auch weil es blöd ist, ja. Auch wenn es wirklich blöd ist. Aber ich glaube einfach, er fängt mit dem Elektro-Pokémon an. Und Mashumai trägt die Offensivweste. Das ist nicht das mit dem Toxic Orb. Und deswegen, ja. Machen wir einfach mal so. Ich hoffe, er... Ihm fällt's nicht auf. Ich hoffe einfach mal, ihm fällt's nicht auf. So, rechne bitte einfach mit Xatu. Jo, er hat mit Xatu gerechnet und deswegen kommt dieser wunderbare Zug. Wir machen Wuchtschlag. So, Verwirrung. Darfst du angreifen, mein Freund? Nein, du darfst nicht angreifen. Das ist schlecht. So, wir machen Abschlag. Er ruft nämlich zurück. Und wir nehmen das Pokémon, was jetzt kommt, das Item weg. Haha. Wunderbares Opening hier. Und die Überreste gleich weg. Er wird Lightiler spielen. Und ich rufe zurück auf Miltank, so banal es klingt. Dafür habe ich, mit dem Fall habe ich schon gerechnet, dass Miltank gegen... Ja, gut. Alles nach Plan, Leute. Alles nach Plan. Auch der Lightiler ist noch in Ordnung. So. Liebes Miltank. Toxin bitte. Friss. So, er macht Irrlicht. Verbrennt mich natürlich dadurch. So, das liebe Pokémon ist vergiftet. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich zurückrufen sollte, könnte, müsste. Ich muss mir gerade mal die Beschreibung von Vitalglocke ansehen. Läutet beruhigend und heilt alle Statusprobleme im Team. Ich versuche jetzt einfach mal Vitalglocke einzusetzen. Ich hoffe bloß, dass sein gegnerisches Pokémon nicht dadurch geheilt wird. Das weiß ich persönlich nämlich nicht. Oder ich mache Rückkehr. Also er wird wahrscheinlich Bürde können. Komm, ich mache Vitalglocke.
Man kann es ja mal versuchen. Tion Draghi. Soll ich mit Rückkehr angreifen? Das Pokémon ist halt sauschnell, ne? Ich versuche einfach mal mit... Das ist auch so eine Sache wieder. Ja, das wird Damage machen, oder? Jo, ein Drittel. Miltank fällt auf den Verhöhner rein. Pion Draghi trägt die Überreste. Warum willst du Taunt einsetzen? Pion Draghi ist Typ Käfer Gift. Das Ding trägt ja Überreste, ne? Na, es ist offensiv. So, wir müssen ihm das Item erstmal wegschlagen, was er da hat, weil das bringt ja so anno für sich sonst nichts. Also machen wir einmal Abschlag. So, wir tauschen uns mit dem Abschlag aus. Jetzt machen wir Wuchtschlag. Er greift nochmal an. So, er ist verwirrt. Gut, das sollte eigentlich reichen, oder? Ja. So, das erste Pokémon ist besiegt. Majumai ist aber natürlich enorm abgeschwächt, ne? Ja, jetzt denkt er natürlich nach. Wie gesagt, ich habe mich nicht wirklich gut auf diesen Kampf vorbereitet. Ja, man muss es fairerweise einfach so sagen. Ja, wenn er jetzt Zwirrfinst in den Kampf ruft, ist das ja relativ dümm. Warum sollte er denn Zwirrfinst rufen? Ach, er entscheidet sich direkt für Dragoran. Ach, das ist ja wunderbar interessant. Klar, weil ich den Eishieb kann und dich damit vernichten könnte. Und weil du Multischuppe kannst und somit einiges aushältst. Also machst du Drachentanz. Dragoran ist halt ein mächtig offensives Pokémon. Majumai überlebt keinen Hit. Ich überlebe eh nichts mehr, also... Wir schalten einfach mal Multischuppe aus.
So, das ist das Beste, was ich machen konnte gegen Dragoran. Weil diese minimalen KP, die ich jetzt hier gerade abgezogen habe, haben eigentlich Multischuppe ausgeschaltet, insofern. Reicht das mit Voltenso? Ich trage Life Orb. Voltenso kann Kraftreserve mit Eis. Das könnte riskant sein. Ja, aber... Komm, ich mach mal Xatu vorn. Er ruft zurück. Er rechnet jetzt nicht mit Rückenwind, sondern mit Bizarro-Raum. Und jetzt passiert Rückenwind. So, die Pokémon, die auf meiner Seite kämpfen, erhalten Rückenwind. Und das sollte eigentlich reichen, um das Pokémon da auf der gegnerischen Seite zu überholen. So, was wirst du für eine Attacke spielen? Eine Elektroattacke, oder? Komm! Einfach nur mal sicher gegen Kraftreserve einsetzen. Das sollte eigentlich, wenn er jetzt Dragoran in den Kampf ruft, wehtun. Ja, Life Orb ist jetzt leider Gottes weg. Aber Voltenso ist halt verdammt schnell jetzt. Hey, übrigens ist es kein 6-0, ne? Schon wieder Zwirrfinst. Der wird ja angreifen. Komm, du wirst angreifen, oder? Das ist ja offensiv, ne? Erdbeben, Erdbeben oder irgendwas. Komm, mach Erdbeben oder irgendwas. Erdbeben oder irgendwas, ne? Erdbeben oder eine schöne Unlichtattacke. Schattenstoß. Es hat keine Wirkung auf Miltank. So, der Rückenwind ist jetzt zwar weg, aber... Hä, ich kann dich ja angreifen. Du mich aber nicht. Schon böse. Jetzt kommt nämlich Rückkehr. Ah! Es lächelt darüber. Das Pokémon lächelt darüber. Stahllos, meine lieben Freunde. Ich habe nur einen Counter gegen Stahllos im Team. Und das ist Lamus. Und das ist Lamus. Du machst doch bestimmt irgendeinen Fluch, oder? Ich habe keine andere Wahl. Ich muss zurückrufen. Das ist nämlich mega Stahllos und es hat eine Verteidigungsbase, dessen Lamus sich nur nicht mal bewusst ist. Vielleicht macht er irgendeine Metallattacke. Metallattacke? Eine Stahlattacke natürlich. Ach, das sieht ja voll cool aus. Ach, wunderbar. Nichts effektiv gegenüber von Wassertypen. So, wir machen Mega-Entwicklung und wir boosten diesmal, aber mit Gedankengut. So, Mega gegen Mega, das ist schon recht lustig. Toxic bringt bei mir nichts. Toxic bringt bei mir nichts. Mein Freund. So.
Also Lamos, das ist schon mal die erste Erkenntnis des Kampfes. Lamos ist langsamer als Stalos. Wir haben aber uns geboostet mit einem Gedankengut. Wenn er jetzt natürlich auf Dragoran zurückruft. Er beruft auf Dragoran zurück, setzt. Okay. Setzt Drachentanz ein. Ich verstehe. Ich verstehe, okay. Ja, wir müssen versuchen, Dragoran jetzt zu verbrennen. Ja, komm, Dragoran. Wie schnell ist Megalamos im Vergleich zu Jonir? Jonir hat eine Init-Base von 30, oder? Es müssten 30 sein. Lamos hat eine von 45. Oder war ich derjenige, der eine von 30 hat? Oh, wenn man nicht aufpasst, wenn man nach irgendwas nachkalkt, ist das schon echt ätzend. So. Du wirst doch sicherlich Lightteiler spielen, wie ich dich kenne, oder? Komm, mach Lightteiler. Mach den Lightteiler. Ich verarsch dich. Spiel den Lightteiler. Ha! Yes! Die Kontrahenten teilen sich ihre KP. Er muss jetzt zurückrufen. Er muss zurückrufen, ansonsten ist es Pomon K.O. So, beide Pomon sind K.O. Voltenso K.O. Und Jonir K.O. Xatu hole ich raus. Muss als erstes ärgerlicherweise rausrufen. Kommt mit Dragoran, natürlich eine wunderbare Wahl. Machen wir wieder Rückenwind. Rückenwind erhöht um 50%. Drachentanz aber nur um eine Stufe. So, jetzt machen wir noch Reflektor. Alter, der will sweepen. Du willst sweepen. Sweep doch. Ich sag dir eins. Sweep doch, mein Freund. Auf diesen wirklich unwahrscheinlichen Fall, meine Damen und Herren, habe ich mich tatsächlich vorbereitet. Miltank, komm in den Kampf. Damit wird er nicht rechnen. Niemals. Mach Wutanfall oder Drachenklaue. Greif Miltank an. Greif Miltank an. Niemals hätte ich eine Chance gegen Dragoran. Niemals. Der ist völlig irre. Der ist völlig irre, Leute. Na dann, mach doch Drachenklaue. Miltank hält dir die rote Karte vor die Nase! Boom! Da kannst du noch so viel boosten, wie du willst! Mann!
Was ein krasser Zug. Ich wusste, dass er einfach Drahtanz spielen würde. Meine Güte, was ein Kampf. Er geht wieder auf den Eisenschädel und kitzelt Lamus. So, jetzt muss ich mich aber mal hier um das Statusproblem kümmern. Ja, er ruft wieder zurück. So. Passt auf, Taya ist ein Pokémon, welches sich in der Regel boosten kann mit Ränkeschmied. Ja, Ränkeschmied. Mir fiel es nicht ein mit Ränkeschmied. Und dafür haben wir Relaxo im Team. So, er wird sich jetzt boosten. Er kann mit Staffette, falls er Baiten Pass kann, nicht auswechseln. Ja, Relaxo schläft ein bisschen. So, meine lieben Freunde. Wir machen einmal Rambus. Durch die Fähigkeit kann Relaxo übrigens sehr häufig zurückschrecken. Passiert aber nicht, Rambus trifft volle Kanne Togekiss. Boah! Wenn du schon so einen Schaden siehst! So! Was wirst du tun? Komm, wir gehen ganz sicher auf Rückkehr. Wenn er zurückrufen sollte, wird er das auf Dragoran tun, denke ich mal, oder? Gut, mit Luftschnitt, klar, kann er immer die Volltreffer landen. So, Taya besiegt. Er hat noch zwei Pokémon. Eins ist Stalos. Eins ist Dragoran. Kommt mit Dragoran. Er kommt mit Dragoran. Ich habe noch vier Pokémon übrig. Auf der gegnerischen Seite sind zwei. Miltank ist wie im Prinzip Xato im letzten Kampf. Vollkommen nutzlos. Es hat 18 KP. Lamus schläft und darauf zu plädieren, dass die Schlafrede keine Erholung macht. Was könnte ich denn jetzt tun? Ah, der macht wieder Drachentanz hier. Das ist echt unglaublich. Aber ich kann Dragoran halt nicht mehr mit Eishieb oder so rausekeln. Du machst... Relaxo, go! Jetzt muss er sich für einen Angriff oder für einen Rückzug entscheiden. Greif an. Relaxo geht K.O. Es hat 85 KP. Ja. Jetzt brauche ich ein schnelles Pokémon, das austeilen kann. Ich habe aber leider... Er hat leider einen Drachentanz draußen. Nennt mich irre oder blöd. Es ist mir egal. Ich werde versuchen, jetzt einfach dieses Ding zu verkrüppeln. Weil eine andere Chance habe ich nicht. Ich habe keine fucking andere Chance.
Ich habe null Chance. Entweder Dragoran brennt oder ich habe verloren. Es ist so, Leute. Es ist so diesmal. Brenn das Dragoran nieder, Mann. Mach's. Erster Siedewasser ohne Erfolg. Dragoran macht Ruheort. Ultra spannend. Ultra spannend. Wie ich dich liebe, Lamos. Wie ich dich liebe. Ich muss den Burn bekommen. Ich muss den Burn bekommen, Leute. Ansonsten habe ich verloren. Ich muss Dragoran irgendwie rausekeln. Siedewasser, 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 Siedewasser. Ich habe keine andere Möglichkeit. Das ist echt zum Kotzen. Ich habe keine andere Möglichkeit. Das war übrigens gerade ein Volltreffer. Und es brennt! Ich hasse dich! Jetzt muss Lamos sogar noch einen zweiten Burn hinbekommen. Slowbro ist Slowbro, komm! Du bist mein Bro, also machst du das auch. Nicht schlecht. Oh, nicht gut. Ein Volltreffer. Doof, dass er keine Volltreffer landen kann. Mir war es eigentlich klar, dass er für Ruheort geht, aber... Was soll ich denn machen? Er wird irgendwann mal Drachentanz spielen. Er wird sich jetzt wahrscheinlich nochmal mit Ruheort aufheilen, um den Multischuppe ausnutzen zu können, die Dragorans Schaden natürlich vermindert. Ja, ich sag euch eins, der Kampf wird 2-0 enden, wird Lamos nicht den Burn irgendwann landen in den nächsten zwei Zügen. Schlafrede 1 bewirkt Siedewasser. Und er macht nichts. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist unterirdisch. Unterirdisch, Leute. Es hält selbst diese Drachenklaue aus. Es hält selbst diese Drachenklaue aus. Ich glaub's nicht. Und es kommt... Ich habe keine Prioritätsattacken dabei. Wenn Lamos K.O. ist, bin ich K.O., ne? Was soll ich denn tun? Es ist einfach ein Glücksspiel gerade. Er muss noch einmal Drachentanz malen. Es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Mach doch einmal Siedewasser und verbrenn's. Jetzt muss Siedewasser kommen und es muss verbrennen. That's the last, meine Damen und Herren. Es kommt Erholung, ne? That's the last. Bitte! Nix!
Ja, die rote Karte ist weg, Leute, weil die verbraucht sich nach einer Zeit. Ich versuche einfach Suzato zurückzurufen. Vielleicht plädiert er auf einen Ruheort oder sowas, keine Ahnung. Ja, jetzt kann er sweepen, das ist... That's life, da kann ich nichts mehr dagegen machen. Einfach die Tatsache hingehend, ich habe mit dem Fall schon gerechnet und habe deswegen schon Miltank die rote Karte gegeben gehabt, aber man muss auch fairerweise sagen, da war nichts mehr zu machen. Ich hätte Lamus den Eisstrahl beibringen müssen. Das war doch der Fehler gewesen, weil dann hätte es für Dragoran gereicht, für Stalos wäre es normal effektiv gewesen. Stalos hätte Anno für sich gegen Lamus nicht viel ausrichten können. Das war der Fehler gewesen, ja. Und somit gewinnt Bimon 2-0 gegen mich. Oh, was ein Glück habe ich hinter mir. Meine Damen und Herren, liken und favorisieren nicht vergessen, wenn euch der Kampf gefallen hat. Am Ende war es dann doch nochmal spannend geworden. Ich hätte fast gedacht, Trauran würd's erwischen mit der Verbrennung. Aber dem war nicht so, dem war nicht so, meine Damen und Herren. Ja, und das war der Kampf gegen Bimon. War mir eine Freude, das zu moderieren. Hier an der Stelle war Pokémon Tutorial TV.